Willkommen heute zu einer morgendlichen Runde von Path of Exile. Wie ihr seht, läuft hier schon der Countdown für das Ende sowohl des aktuellen Events, das noch läuft. Und ja, am 8. Dezember gibt es dann eben bereits die nächste Erweiterung, Krieg um den Atlas. Und heute will ich mir jetzt noch die nächste Mystery Box schnappen und eben wenigstens Level 35 erreichen, nachdem ich leider bisher in der Harbinger League eigentlich nicht wirklich gespielt habe. Ich hatte am Anfang dann ziemlich schnell den Kontakt verloren und bin dann nicht mehr eingestiegen. Und deshalb jetzt zumindest noch die zweite Mystery Box, also auf bis Level 35 in das neue Event, das von den 10 Tagen jetzt noch knapp 2,5 läuft. Wie ihr seht, bin ich gerade mal bis Level 18 gekommen in der Harbinger League. Und ja, hier ist dann der Charakter, mit dem ich das letzte Turmoil-Event mitgemacht habe. Und dann werde ich nachher auch noch die Box öffnen, die ich da bekommen habe. Aber jetzt erstmal den neuen Charakter anlegen. A scion of perfection in mind, body and grace. The crowning glory of our civilization. Offering us hope, offering us light. But you gave us only murder and darkness. May Rayclast embrace you as we cannot. For your very presence has become too painful to bear. Ja, die Übersetzung von Scion ist Enfantin, warum auch immer. Ich kann mit dem Wort nicht wirklich was anfangen, aber auf jeden Fall versuche ich immer noch, mir ein Chaos-Bild zusammenzufügen. Und ja, vor allen Dingen, damit ich dann später in den höheren Leveln mit dem Reflection nicht immer solche Probleme habe. Aber bisher habe ich es noch nicht geschafft, sie wirklich so weit zu spielen, um wirklich zu testen, ob ich da irgendwie mit den Chaos-Skills wirklich so weit komme, dass ich da auch die höheren Level und vor allen Dingen auch die Map mal komplett abschließen kann. Genau, ich habe im Moment noch meinen Item-Filter aktiv, den ich zumindest mit hier umgehen kann, dass mir trotzdem alles angezeigt wird, weil die meisten Sachen brauche ich an der Stelle nicht. So it's true. Dead men walk in Rayclast. Weil aktuell brauche ich da jetzt noch nicht allzu viel zu sammeln, weil eigentlich möchte ich vor allen Dingen nachher den Ice Nova Gem haben. Ansonsten ist es eben dadurch, dass es ja zum Glück in dem Fall eine Void League ist, dass ich versuche hier mal wieder ein bisschen Speed aufzubauen, weil normalerweise bin ich ständig damit beschäftigt, alles Mögliche einzusammeln, die Gegenden komplett zu erkunden. Gerade mit der neuen Map ist es ja immer ziemlich praktisch. Weil es hier einfach jetzt schön angezeigt wird, wie gut sie erkundet ist, ob ich alles gefunden habe. Also mal schauen, ob ich es schaffe, dass ich hier tatsächlich einfach jetzt durchspeede, einfach dann meinem Level entsprechend schnell nach vorne presche und nur das mitnehme, was mir zumindest direkt über den Weg läuft. Weil dadurch, dass es eben eine Void League ist, ist es natürlich praktisch, es macht keinen Sinn, hier groß Sachen einzusammeln und irgendwas in die Kiste einzulagern, weil es ohnehin dann in 2,5 Tagen wieder gelöscht wird. So, damit ist schon mal Hillock fällig. Muss ich mal noch das Laufen umstellen. Not be joining you today, dead man. Auf jeden Fall noch eine Umstellung überhaupt mit den ganzen deutschen Begriffen dann ja umzugehen. So, mit den ganzen Sprechen werde ich jetzt nicht, sondern erstmal hier meinen ersten Fähigkeitspunkt aktivieren. Weil ich werde als erstes hier die Lebensregeneration bis hierhin aktivieren und dann mehr auf Schaden gehen. I have a simple choice ahead of me. Kill or be eaten. Genau, und das wollen wir ja nicht, dass du von den Monstern hier gefressen wirst. 20 zusätzliche Schatullen. Okay, da sollte ich vielleicht doch mal das eine oder andere aufmachen. Vielleicht ist ja doch schon was Brauchbares drin. Deswegen ist das Event halt voided, während bei dem Turmoil-Event maximal 5, glaube ich, pro Map irgendwie waren von den Items, die es gegeben hat, ist hier jetzt halt eine Übermenge. Ja, hier sind die Truhen noch relativ ungefährlich. Im Vergleich dazu, was sie für böse Überraschungen in den höheren aufweisen können.
So, weiter. Wo steckt Fire Fury? Irgendwo in der Mitte der Map. Okay, da steckt sie schon. Auch wenn ich sie jetzt noch nicht gesehen habe. Dürfte da oben auf diesem Rundding aktiv sein. Ja, mit so einer. Ich habe jetzt noch keinen Flächenskill, der mich vor solchen Anstürmen da rettet. Deswegen muss ich dann doch noch ein bisschen schneller auf den Füßen bleiben. Aber die meisten sind schon erledigt. Uiui. Naja, alles noch nicht wirklich tragisch. Und ein neues Lebensfläschchen. Die Namen, die sie in dem Deutschen verpasst haben, sind teilweise schon sehr putzig. Auch wenn die im Englischen wahrscheinlich tatsächlich so heißen mögen, klingen sie aber im Englischen irgendwie cooler. Oh, oh! 20 zusätzliche Invasion-Bosse. Wow! Das kann ja spannend werden. Ich glaube, da muss ich hier nochmal verschwinden. Und mich mal noch eins, zumindest meine Gems nochmal eine Stufe aufleveln oder am besten das Level nochmal komplett machen. Sonst wird mir das doch etwas anstrengend. So, Level ist schon mal erledigt. Nachdem der Snap ja jetzt direkt am Eingang steht, wird es bestimmt spannend werden. Ja. Gleich vergiften und mit voller Fury dazu. Vor allem darf ich mich jetzt hier nicht allzu groß weiter bewegen, sonst kriege ich wahrscheinlich gleich die nächsten Invasion-Bosse angelockt. Ah, da kommt, naja gut, dieser Feuerballspucker ist jetzt nicht so kritisch. Der Snap ist da sehr viel nerviger. Okay, wenn die blöden Viecher explodieren, ist natürlich auch nicht sehr gut. Ja, ja. Naja, solange es genug Monster gibt. Oh, der auch noch. Wenn der mir Blutung verursacht, dann bin ich auch ziemlich schnell geliefert. Wobei es ja egal ist, da ich ja nicht Hardcore spiele, ist das Sterben nicht so schlimm, aber es ist trotzdem so ein bisschen Ehrgeiz zu üben, damit ich irgendwann mal für Hardcore bereit bin. Aber mal schauen. Oh. Okay, ein bisschen Abstand gewinnen. Wie hieß der jetzt? Schwarzsänger? Ah, ist feinst, das Snap ist schon erledigt jetzt. Ein Schwanzsänger, sehr schön. Wer hat denn eigentlich den Verlangsamungsmod? Hat es die Feuer Fury? Ah, jetzt habe ich schon Blutung, sehr schön. Hat überhaupt noch keinen Schaden genommen? Oh. Oh. Weg hier. Da hinten kommt noch der Steinkoloss dazu. Es wird echt immer besser. Also ich glaube, gegen den habe ich immerhin keine Chance, bis ich den mal so weit runter habe, dass sein Schild weg ist. Vor allem brauche ich mal ein paar mehr irgendwelche kleinen Viecher, die ich killen kann, weil meine Lebensfläschchen sind alle. Okay, ich muss erstmal wieder rüber und meine Fläschchen aufladen. Schnell. Rüber. Okay. Gut, also das nächste Level ist gleich fällig. Und jetzt hier nochmal ein bisschen grinden, um meine Flaschen wieder voll zu bekommen. Ich glaube, da sammle ich die andere Flasche gleich mal noch wieder ein, damit ich noch eine zusätzliche Lebensflasche habe. Und dann mal gucken, wie ich an diesem
Stängelvieh vorbeikomme. Oh nein, nein, nein! Okay. Nicht schlimm, aber ärgerlich. I learn, I kill, I live. Also nächster Versuch, die Medi-Chest zu holen. Und mal gucken, ob ich jetzt dieses... den da klein bekomme. Auf jeden Fall immer noch schwierig. Jetzt komme ich da nicht mal vorbei. Aber die Feuerführung ist ja auch immer noch da. Und die hat auch ein Schild. Beziehungsweise das Schild kommt, glaube ich, durch den... ja, durch den Spellslinger selber. Den man natürlich dann auch auf andere zur Verfügung stellt. I have nothing more to give. Nee, also solange der da die Schilde für die anderen bereithält, geht das überhaupt nicht. Sammelt auch noch die Dinger wieder ein, das heißt, die wird immer stärker. Ich glaube, ich muss das nochmal neu starten, das Level, und mir dann eine neue Version geben lassen, in der ich dann langsam die Dinger anziehen kann. So, also jetzt vorsichtiger vorgehen. Oh, es hat gewechselt. Jetzt sind hier Risse enthalten, die lösen sich ja zumindest nicht von alleine aus. Immerhin 10 Stück. Also... erstmal die Kiste holen und dann gucke ich mal, ob ich mir noch einen von den Rissen überleben kann. Ah, da ist er schon. Frosty Man. Lebensfläschchen. Wo ist es jetzt schon? Ja, da ist schon der Necromancer. Sleep now, little nightmare. Das geht doch schon ganz gut. Komm, bleib stehen. Oh, was haben wir hier? Die Verbanden. Na super. Aber die lassen jetzt einiges fallen. Das dürfte interessant werden. Oh, hat er mich gestunt? Ja, anscheinend. Aber gleich ist er erledigt. Ja, das ist genau das. Also die Verbanden sind an der Stelle natürlich sehr, sehr praktisch, soweit sie das Passende fallen lassen. Und da schleicht sich schon der Nächste an. Wobei von Schleichen kann da nicht viel zu Rede sein, der macht ziemlich viel Kram. Und Kälteschaden ist immer der nervigste Schaden, weil ich dann zumindest nicht mal mehr weglaufen kann. Hatte ich jetzt eigentlich das Totem, aber ich habe nicht genug rote Slots gehabt.
war. Ja, dann müsste ich eigentlich oft einfach auf Entfernung bleiben. Da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, mit den Feuerbällen zu arbeiten. Statt mit den Lavasprengseln. Ah, erledigt. 20 Verbände. Na, gucken wir mal, wo der nächste ist. Ja, auf Entfernung bleiben. Damit er mich eben nicht mit seinen Dingern da verletzt. Weil ich gehe mal davon aus, dass das Ding auf jeden Fall auch eine erhebliche Blutung verursacht. Ja, jetzt habe ich schon, aber jetzt kann ich hier stehen bleiben, muss nicht weglaufen. Dann ist das auch okay. Aber da ist schon die Krabbe. Okay, Stufe 1 erledigt. Jetzt kommt der Fernkämpfer. Und auch erledigt. So, also jetzt kommt der... Oh, nicht schon wieder. Wann ist jetzt? Ja, es sind zwei. Und dahin ist der dritte. Mr. Frosty auch. Naja, das ging ja noch. Ich greife jemand anders an, nicht mich. Ja. Keine Zeit zum Atem, Luft holen oder irgendwas. So. Ein Eisendiadem. Aber da kommt jetzt erstmal Nawali. So, der besorgt mir schon mal, dass die anderen alle verschwinden. Und dann muss ich ihn bloß noch erledigen. Ich weiß gar nicht, wenn ich eigentlich hier vorbeilaufe und den Typen nicht besiege, wird dann Nawali überhaupt nicht freigeschaltet. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Oh nein, Invasion-Bosse. From Aureus to Axiom. One prison to another. So. Na, du schwache Kopf. Ja. I saw you perform for Dominus, girl. You were very good. Good enough. Ha, sogar zwei Spreaches. Die kann ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen und noch ein bisschen ausprobieren. Dass dieser Flammendings dann die ganz gut klein kriegt. Oh, ein Goldener. Na, schauen wir mal, wie gut ich mit dir fertig werde. Sehr gut, wie es aussieht. Okay. Da ist noch einer. Oh, der Blitz Heini. Sollte zumindest nicht nehmen. Oh, noch ein zweiter Goldener. Ja. Das wird schnell knapp mit diesen blöden Blitzen. Und dann noch zwei Goldene. Okay, den anderen Goldenen habe ich nicht mehr erwischt, aber ich habe noch einen Ring. Jetzt kann ich mal durchgucken, was sich davon lohnt zu behalten. So, Brutus, da bin ich. Schau mal, wer wem Horror ist. Ja, schauen wir mal. Weder für dich noch für mich.
Okay. Na. You remind me of my ex-husband. Can I not have but a moment's respite? Der Typ schon wieder. Weg, 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 weg. Okay. Ja, der Blutsauger ist auf jeden Fall ein Ding, auf den ich noch nicht eingestellt bin. Den schnell genug zu erkennen als Gefahr und dann abzuhauen. Weil er mich vor allen Dingen so gut stunnen kann. Beziehungsweise ist es der andere, der mich gestunt hat. Okay, der ist jetzt erledigt. Wenn der das mit den Pfeilen war, dann ist der andere hoffentlich nicht in der Lage, mich dann zumindest so ohne weiteres zu erledigen. Ach. So, das Problem ist, wenn ich den mit dem Totem anlocke, dann hat er natürlich noch einen anderen Gegner, mit dem er, wo er letztlich sein Leben regenerieren kann. Okay, gehen wir einfach abhauen und den Typen abhängen. Okay, weiter. Dann geht's nicht weiter, dann kann ich hier auch stehen lassen und einfach dran vorbeilaufen. Oh no. Also, Lampe geschnappt. Ach, wobei, doch, die Aufnahme kann ich schon holen. Weg. Dann macht doch, was ihr wollt, aber ohne mich. Man muss sich nicht jedem Kampf stellen. Okay, andere Seite. Hui, das kann lustig werden. Wie viele bekommt er jetzt? 4? Okay, bis jetzt hat er 2. Can I not have but a moment's respite? Ja, ist ja gut. Mal gucken, was er mir jetzt fallen lässt. Naja, immerhin Samthandschuhe, aber mit 9 Energiepunkten nicht sehr lohnenswert. Na, er spielt. Okay. Power corrupts and corruption empowers. So, Fall Graves, das wirst du nicht lange überstehen, aber ich auch nicht, wenn ich nicht aufpasse. Shore leave is over, Captain. Hallo, da bin ich. Your flesh is ours! Your flesh is ours! Your flesh is ours! Okay, Stufe 1 ist erledigt. So gut wie jedenfalls.
Okay. Why must men turn us into monsters? So, der erste Akt ist abgeschlossen. Bis Level 15 bin ich jetzt schon. Aber es fehlen noch 20 Level, bis ich meine Kiste bekomme. Muss ich hier eigentlich jetzt noch mit jemandem sprechen? Nee. Okay, also auf zum Forest Encampment. Oh, hier sind wieder die Invasion-Bosse. Die dürfen ja zumindest einiges an XP bringen, wenn ich sie denn klein bekomme. Ha, zwei von denen gleich auf einmal. Ihr scherzt wohl. Da ist schon der Übergang. Solche Kettenreaktionen, das mag ich an dem Eisnova am liebsten. Wenn er solche Crits macht und dann so eine ganze Horde ja, zu Eis zerfällt. Da hinten ist der Ausgang, das heißt, da hinten ist der Bär. Nochmal die Blitzer. Ah, Berylith mischt sich gleich mit ein. Naja, mal gucken, ob du den Breach überlebst oder ob du schon während des Breaches dann drauf gehst. Ich tue jedenfalls mein Bestes. Naja, hast den Breach auf jeden Fall überlebt, aber nicht lange. Ja, wie gesagt, in solchen Sachen, da ist diese Eisnova einfach super genial, um schnell größere Horden auszuschalten, vor allem wenn die für Crit dann empfänglich sind. To what this land's become. Your kind still manages to make it worse. So, aber da hinten dürfte es dann bereits zu Paeti gehen. So, die muss ich auf jeden Fall auf den Weg räumen, sonst bin ich da nämlich ganz schnell erledigt. Das heißt, ich muss mir jetzt hier zumindest durch die Verbanden den Weg durchkämpfen. Oder draufgehen. Nein, das kann echt nicht wahr sein. Pff, der blöde Fallenleger, ich hasse ihn. Da ist schon wieder der Fallenleger. Hey, ein Rohlederturmschild. Taugt der was? Ne, Rüstung brauche ich nicht. Ja, schwafel du nur dann. Don't forget, son. That thing! It slaughtered everyone! Help me! Oh ja. Na, prima Kompagnon dabei. Wenn die hier einen Feuerresistenzring finden sollen, dann hätte mir das jetzt auf jeden Fall weniger ausgemacht. Bleib doch mal. Ha! Cool. Mit einem Crit erledigt und aufgestiegen. Oh nein. Noch so ein Fernkämpfer. Vindelitis sollte recht gut zu erledigen sein. Ist dann nur die Sache, dass ich an dem anderen vorbeikomme. Someone had to put an end to this cruel experiment. Ah, der ist schon zur Hälfte runter. Ja, dieses Chaos-Ding ist echt praktisch, wenn die dann einmal angesteckt sind und dann einigermaßen runtergehen. War es das jetzt? Ja, ne? Der ist erledigt.
So, nächster Punkt, weiter nach oben. Und dann erstmal die beiden Attributblöcke holen. Noch einer. Oh, der Jäger. Oder zumindest ein Fallensteller. Nein! Okay, es war nicht die Klemmfalle. Aber ich muss das ja eh nicht alles mitnehmen. Ich muss die ja nicht alle erledigen. Aber wenn ihr es unbedingt wollt. Geschnitzter Zauberstab. Ja, teste ich den gleich mal. Vielleicht ist er ja besser. Hat auf jeden Fall gleich wieder zwei blaue. Jo. Ah, schon wieder. Wieso kommen denn die Verbanden so oft? Können nicht mal die anderen öfter kommen? Also ab auf die zweite Ebene. Dem Bischof noch eins über die Mütze und ihm den goldenen Arm geklaut. Ach nee. Das ist nicht euer Ernst. Nix wie weg. Du willst mich nicht in Ruhe lassen, ne? Oh, verdammt, ich bin hier in der Sackgasse. Nee. Nein, da hinten ist noch so einer. Oh, der Jäger ist da hinten. Wie kriege ich euch denn am besten abgehängt? Ja, super. Ich will gerade weglaufen und du verlangsamst mich auch noch. Naja, zumindest müsste ich gleich beim Bischof sein, dann muss ich den bloß erledigen und dann haue ich ab. Ich muss ja nicht nach vorne zurück. Portale sind ein großer, großer Vorteil. Muss ja klar sein. Türkis-Amulett. Okay, wo steckst du? Und Einheit der Seelen. Naja, was Besseres gibt's ja nicht. Okay, erledigt. Wobei, ich muss den Bischof, glaube ich, gar nicht erledigen. Ne? Ich komme doch an die Hand, glaube ich, schon vorher ran. Ja. Naja. Aber der Vollständigkeit halber. Ja, da ist der Skill sehr praktisch, dieser Flammenspurt, weil über die, den Abstand komme ich dann genau hinüber weg. Hey, meine erste Wahl-Area heute. Die werde ich natürlich mitnehmen. Ist eigentlich vom Level her 1 höher. Mal gucken, ist die jetzt Level 16? Ja. Oh nein. Achso, nee, ich glaube, das ist mit dem Affen. Ja, jetzt sollte ich mal die ganzen Geister aufscheuchen, damit die verschwinden. Nicht, dass die nachher alle in dem Affen stecken. Oh, es ist inzwischen ganz gut von der Power her, dass ich die erwischen kann. Ja, so langsam verschwinden sie. Dann können sie zumindest nicht mehr den Affen verstärken. Und einen habe ich jetzt sogar erwischt. Ja, da ist er. So, wie viele hast du jetzt Intus? Okay, nur einen. Das sollte ja noch beherrschbar sein. Boah. Komm mir nicht so nah. Ich
Ja, wenn ihr mir noch ein paar Mal eins drüber zieht, dann sieht es nicht gut aus. Naja, aber es ist fast geschafft. Jawohl. Ein Bernstein-Amulett, 24 Stärke. Dann kann ich das auch austauschen. So, da ist der Captain, Hauptmann Ciri. Hälfte ist schon weg. Hat auf jeden Fall nicht lange überstanden. Jaja, der King of Rats ist tot und du folgst ihm. I caught some rats. Women like you give the rest of us a bad name. So, Spinnchen. Jetzt geht's an die einen Kragen. Oh, da hängt schon eine rum. Jetzt dauert's wieder an. Okay. So, dann ab ins Lager und nochmal in die Ebenen. Du bist der Letzte im Bunde. The half-wit and the horror dead. Ja. Okay, das war's für dich. There's your peace, Oak. The only peace that anyone can expect in Rayclast. Bringen wir die Nacht über die Welt. Oh my God, no! If there's a way to put this right, I have to find it. Oh. Eine Unique, die muss ich auf jeden Fall aufmachen. So, wenn ich euch beseitigt habe, kann ich mich der Unique widmen. Aber die muss ich erstmal identifizieren, weil da habe ich tatsächlich keine Ahnung, was da bei rumkommt. Also, bewacht von drei seltenen Monstern, enthält sechs zusätzliche seltene Gegenstände, ein zusätzlicher Kaum-Gegenstand. Bewacht von der Macht der Ahnen, was auch immer das heißt. Enthält keine weiteren Gegenstände. Dann legen wir mal los. Oh, die Totems sind die Macht der Ahnen. Aber ich vermute mal, dass die Totems nicht wieder von alleine verschwinden. So, solange ich weit genug weg bin, kann ich mich erstmal um die Monster kümmern. Und dann mich an die Dinger wieder anschleichen. Weg, 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 weg! Ich bin weiter dabei, mich einzuarbeiten. Um ja irgendwann mal wirklich hardcore zu spielen. Und die Errungenschaften dann abzuschließen. Ich habe kaum Zeit da drin, die Typen anzugreifen, bevor sie mich in ihren blöden Kreis einziehen.
Weil ich die wahrscheinlich einfach aus der Entfernung auch killen könnte. Naja, wir sind ja schon ganz gut runter. Ah, die sind unterschiedlich gewesen. Das heißt, sie haben auch unterschiedliche Fähigkeiten. Das heißt, nur der eine konnte die Feuerkreise machen. Ja, zaubert Feuerregen. Okay. Titan-Bienen-Beinschienen. Tja, die werde ich leider nicht tragen können. Was für eine Verschwendung. Also, dann bin ich mal gespannt, ob ihr den Kampf mit ihm überlebt. Für die Mission ist es mir eben egal, ob ich jetzt noch zwei von den Kreaturen habe oder nicht. Komm raus, lass uns spielen. Die Unterstützungskräfte werden dir nicht viel weiterhelfen. Naja, das hat schon ordentlich getroffen. Aber lang machst du es nicht mehr. Tja, und das war's. Die Dunkelheit ist aufgehoben. The least we can do in life is tidy up after ourselves. Yep. Sarn, where emperors ruled and died, just like everyone else. Dann ist das der Bogen, der zu Piety führt. Ja. Leichen pflastern ihren Weg. I'm so glad you could make it, my lady. There are answers inside you that I'd like to see. Bei 50% haut sie ja leider ab. I'll show you what stuck up really means. Enough of this. Habe ich jetzt hier. Okay, gequälte Seelen, bei der da unten die mit den Fallen und dem Frost um sich wirft. Das könnte anstrengend werden. Ich frage mich, ob es eine Maximalanzahl gibt, wie viele Geister maximal in irgend so ein Vieh rein können. Genau. Jetzt geht's los. Die ist so schon schlimm genug, auch wenn sie keine toten Schädel wegschicken kann. Da fehlt mir jetzt dann vielleicht doch einfach noch ein Totem, das auch, wenn ich nicht da bin, irgendwelche Sachen in der Lage ist,
auf die zu schießen. War Totenbeschwörung ohne Ende. Habe ich dich jetzt eigentlich überhaupt schon mit irgendwas verletzen können? Also wie schlimm ist es? So, erstmal dafür sorgen, dass die anderen Geister ja alle hoffentlich bald verschwinden. Ja, okay, ein bisschen habe ich schon geschafft. Muss ich nur noch ein paar Mal vergiften. Ui, 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 ui. Naja, zumindest ist durch die vielen Monster kriege ich meine Flaschen immer wieder aufgefüllt. Aber Geduld spielen. Okay, Hälfte ist schon runter. Letztes Viertel. Ha! Da muss ich jetzt erstmal durchgucken. Ja. So, Gemini Queen, ich bin da und ich hoffe, bei dir schwirrt nicht noch irgend so ein Vieh rum. Cockroach? What is that you have? Not a cockroach? The cockroaches will come again. They want the twist. I like a dash of arcane. Yep. Leave me, not a cockroach. God gave this world to man, not to you, little girl. Und bin schon. Schon dabei. Sinner. Your death is mine. Ha, kannst du vergessen. Ich würde sagen, umgekehrt. Show me your strength. Mach ich doch schon. My place is at God's side. Where will your journey end, exile? Naja, wahrscheinlich bei Piety. Men like you shall not inherit Rayclast. Ja, das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Oh, was macht der denn hier? Ey, es geht um Schatullen. Ihr seid hier nicht eingeladen. Vor allem den Idioten wieder. Und hier sind... Na super. Jetzt habe ich zwei von denen an der Backe. So, erstmal muss ich diese blöden Magier loswerden, damit die mich nicht verlangsamen. So, und der ist weg. Sind die anderen zwei schon tot? Ich glaube schon. Ja. So, mal sehen, ob es mir gelingt, Kohl von dem Typen so weit wegzulocken, dass ich mich bloß um ihn kümmern kann.
Sieht nicht so aus. Okay, also muss ich mich mit dir Bluttrinker erstmal beschäftigen. Ne, jetzt ist Kohl hinter mir, ja. Kohl ist schon zur Hälfte erledigt. Man hat dessen Schlagkraft nicht so eine große Reichweite. Aber dafür haut er ziemlich gut rein. Das entwickelt sich doch schon ganz ordentlich. 15%. Wow! Nicht mich ins Kreuzfeuer nehmen. Sind mir die Blutmonster immer noch lieber, weil die zumindest nicht so ein Kreuzfeuer und vor allen Dingen so ein Unterdrückungsding haben. In dem Moment, wo ich bei den anderen angegriffen werde, ist immer das Problem, dass ich meistens mich nicht mehr bewegen kann, weil halt auch irgendwie Stunts drauf liegen. Aber wenn sie dicht genug sind und ich sie direkt dann erwischen kann, ist es nicht so schlimm. Naja. Ja, genau. Das will ich ganz sicher nicht. Hast du jetzt Lebensringe dazu? Nee. Aber auf jeden Fall hast du einen ziemlichen... Sag mal, was ist denn das? Ständig schieße ich an der vorbei. Boah. Nein! Ja. Also da war sie jetzt. Da steht sie noch. Mit zwei Geistern bestückt. Wahnsinn. Lass mich doch. Echt unglaublich. Ich komme überhaupt nicht richtig ran. Ha! I see it now, Wonder Child. You are but a reflection, a mirror that I must now break. You have no idea, do you? You have. Na, warte. Schon wieder. Nein! Okay, gib mir mal ein paar Spawns, damit ich meine Flaschen aufladen kann. Okay, nochmal der... Okay, da kommen die Krebs. Mighty, was ist los mit dir? Damn you! Dein geschnitzter Zauberstab. You should die a thousand times over for what you've done. Auf nach oben. Zu einem fulminanten Abschluss. This tower says it all. Pride killed the Eternal Empire.
So, den Rest mache ich jetzt oben bei Dominus. Mal gucken, ob ich da mehrere Tode brauche oder ob ich den tatsächlich noch in einem Anlauf schaffe. Schon eine Weile her. Achso, ich muss noch einmal das Ding durchkreuzen. Da ist die Sion mal befreit worden. Oh nein! Ich brauche eigentlich volle Flaschen oben bei Dominus und nicht vorher noch wegen euch alles Zeug aufzubrauchen. Okay, ab nach oben. Schlimmer kann es eh nicht werden. So, Rettungsportal auf. I offered the gift of exile, and you used it to reinvent yourself. I couldn't wish for a more potent instrument. Nummer 1. Erledigt. Jetzt habe ich gleich beide angezogen. Sollte aber kein Problem sein. Und im Gegensatz zu dem, in welchen Bossen sind die jetzt recht verträglich. So, eine noch. Dum, dum. Die zweite Riege ist um einiges gefährlicher. Ist ja auch sinnvollerweise, das zu steigern. So, mal gucken. Am meisten ist wieder dieser Feuerteufel. Die mit den Giftsachen, die ist noch auszuhalten, solange ich genug Lebensflaschen habe. Okay, jetzt habe ich sie natürlich alle drei am Hals. Das ist nicht so gut gelaufen. So, Nummer 1 ist gleich weg. So, sie ist auf Hälfte. Ist der andere schon weg? Nee, der läuft da hinten rum. Wie viel hast du jetzt noch an Lebensenergie? Habe ich dich schon getroffen? Nee, überhaupt noch gar nicht. Super. Das ist der anstrengendste von allen dreien. Neben diesen komischen Buschwellen, die er da ausstößt. Wenn ich da nicht rechtzeitig wegkomme, dann gibt es natürlich schnell Probleme. Und dann muss ich meine Flaschen versuchen wieder aufzuladen. Aber zum Glück gibt es ja immer wieder Nachschub von denen da. Okay, Flaschen sind fast voll. Da wären natürlich eben auch Schuhe besser, die eine wenigstens 10% Bewegungsgeschwindigkeit geben oder irgend sowas. Aber jetzt ist Dominus dran. In der Form ist er noch ziemlich easy zu besiegen normalerweise. Zumindest in dem Schwierigkeitslevel. Und da es ja keine mehreren Schwierigkeitslevel mehr gibt, Divinity.
eternity! Nightmare prevails! Was erst zur Hälfte runter. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen besser zielen. Nix gibt's. Die. A light of divinity. Die. Erstmal bist du dran. Okay, wandel dich. This world is an illusion, Exile. Ja, vor allem mal schauen, dass die Creeps mit drauf gehen. Zum einen, dass sie einem nicht später leicht in den Rücken fallen können und zum anderen natürlich, um die Flaschen voll zu halten. Oh, verdammt. Und eben beim Regen schnell unter seinen Schutzschild, weil sonst bringt einen die Blutung ruckzuck um. Und danach schnell wieder weg, weil wenn der mich ein paar Mal trifft, wird sonst die Blutung wiederum zu stark. Ja, mit zweien kann ich es im Moment noch ganz gut aushalten. Und dann klingen die Treffer ja zum Glück auch relativ schnell wieder ab. Am besten ist natürlich, wenn er gerade noch rausspringen sollte aus seinem Schild. Also das, nicht, dass ihm das was schaden würde, aber zumindest kann er einem dann nicht so die ganze Zeit irgendwas um die Ohren hauen. Jetzt brauche ich vor allem wieder ein bisschen Flaschen auffüllen. So, und schon wieder Regen. Hälfte ist überstanden. Ja, da sind natürlich Flaschen hilfreich, die Blutungen stillen, weil die beseitigen dann die Effekte auch.
Ach, komm schon, Dominus. Lass es hinter uns bringen. I prefer the view from where I'm standing now, Dominus. Yeah. You have mounted the summit of the Empire, not a cockroach. You have crushed the Bug Emperor and wiped his maggot dreams from the skin of Rayclast. Dominus exiled you, naked and alone, unto the palm of death. But you would not die, would you? No. No. You cuddled death, promised it the world, made it your consort, and so generously shared it with all your fleeting friends here in Rayclast. Not once did you forget what you were. Not a cockroach feeding on the corpse of a dead empire, like the pests you crushed as you walked. A woman. The sort of woman that planted the seed of this empire right here in Sarn so long ago. What teetering and twisted life it still holds dear, this land owes to you, Sion. Of course, there will be more. Ja. You know that, don't you? Aber heute nicht mehr. Das waren jetzt über 6 Stunden und ach genau, ich wollte ja zum Abschluss noch meine Kiste aufmachen. Also, das kann ich glaube ich direkt von hier aus machen. Mal gucken. Also, was hat die letzte gebracht? Mal schauen. Ein hellen Schwarm. Ruf deinen Begleiter herbei. Oh, mein erster Begleiter. Cool. Mal sehen, was dann die zweite Kiste bringt, die ich mir jetzt heute erspielt habe und die wahrscheinlich dann in den nächsten Tagen oder wenn das Event zu Ende ist, dann gut geschrieben wird. Da ist er. Also, das dann für heute der Abschluss. Eine Kiste voller Schmetterlinge. Und ja, bis zum nächsten Mal in ja, weniger als 4 Tagen oder beziehungsweise 4,5 Tage geht dann das neue, die neue Version, also die 3.1 dann online und dann gibt es den Krieg auf der Atlas of Worlds Map und bin mal gespannt, wie weit ich diesmal schaffe einzusteigen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!